Guten Tag, werte Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Auflage Ihrer wöchentlichen Sendung in deutscher Sprache Akzente. Schön, dass Sie wieder pünktlich eingeschaltet haben. Wir sind in den vergangenen Tagen wieder einmal rumgereist und haben interessante Themen für Sie eingeholt. Werfen wir doch lieber einen kurzen Blick drauf. Einsetzung des neuen Bischofs in Temeswar. Deutsche Kulturtage in Schäßburg, der zweite Teil. Deutsche Künstler in Rumänien. Die Schauspielerin Petra Binder. Und Gedenkstein in St. Martin. Das alles gibt es also in den folgenden knapp 100 Minuten bei uns zu sehen. Im ersten und dann weiter im zweiten Teil unserer Sendung. Die ersten Minuten der heutigen Ausgabe widmen wir der Einsetzung des neu ernannten Bischofs in Temeswar, Josef Csaba-Pall. Am 6. August, zum Feiertag der Verklärung des Herrn, wurde die Weihe im Hohen Dom zu Temeswar empfangen. Somit übernahm er das Amt von Martin Roos, der 19 Jahre lang als Oberhirte in diesem Landesteil Rumäniens tätig gewesen ist. An der Bischofsweihe, die mit einer Prozession vom bischöflichen Ordinariat bis zur St. Georgskathedrale begann, beteiligten sich zahlreiche geistliche Politiker, Diplomaten und Gläubige von nah und fern, darunter seine Exzellenz Monsignor Miguel Mori Buendia, apostolischer Nuntius für Rumänien und in der Republik Moldau, seine Exzellenz der deutsche Botschafter in Rumänien Kurt Mayer-Claude sowie seine Exzellenz Dr. Ioan Robu, Erzbischof von Bukarest und Metropolit der lateinischen Kirchenprovinz. Mehr dazu in unserem folgenden Beitrag. Meine größte Freude war in meinem Leben, wo ich den Willen Gottes tun konnte. Und ich sehe, dass in diesem Hinsicht dieses ist ein Wille Gottes. Wo ich schwach bin, dann bin ich stark, sagt der heilige Paulus. Und ich sage, dieses Wort hilft mir, dass ich mein Vertrauen an Gott habe, nicht an mich, nicht an meine Erfahrung, dass ich habe eine pastoralische Erfahrung und so weiter. Es ist nichts. Das Wichtigste ist Gott. Was bis jetzt war, sicher, das ist ein großes Geschenk, also was die Diözese bis jetzt gemacht hat. Also es ist so wie das Leben, so wie ein Baum oder wie eine Pflanze, also das wächst. Und jetzt sind wir irgendwo reingegangen und dieses Wachstum sollen wir helfen, dass es weitergeht, dass sich entwickelt. Und aber wir sind bewusst, dass wir auf das bauen, was schon existiert. Zusammen ist ein sehr wichtiges Wort, weil Gott will eine Gemeinde. Nicht, dass jemand von irgendwo weiß Bescheid, was zu tun ist, sondern wir alle, Gläubigen, Priester, Ordensleute, sollen wir suchen, was ist der Wille Gottes? Was will er heute im 21. Jahrhundert von der Diözese Temeswar? Zusammen einen Weg zu machen, Synodos. Zusammen. Und das Zusammengehen bedeutet auch Änderungen, auch in meinem Gedanken. Wo wir zusammengehen, soll ich achten auf die anderen. Und es ist sehr, sehr wichtig, werden wir sehen, dass wir jetzt beginnen wir mit den Priestern, die ganz nah in Aula sind. Nachher haben wir eine Sitzung mit den jetzigen Dekanten und so weiter, auch mit den Media und nachher mit der Pastoralarbeit für die Familien, für die Jugendlichen. Und langsam schauen wir, was ist zu tun und was sind wir fähig zu tun. Aber alles zusammen. Alles zusammen, es ist wichtig, Synodos, zusammen zu gehen. Musik.
Bischöfe und Bischöfe, hochwürdige liebe Mitbrüder im Priestertum, Exzellenzen, sehr geehrte Vertreter des öffentlichen Lebens, liebe Gäste, Brüder und Schwestern im Herrn. Die Weihe eines Bischofs ist für das betreffende Bistum und das gesamte Volk Gottes ein großes Ereignis. Hochwürdigster Vater, die Kirche von Temeswar bietet dich, den Priester Josef Chobopal, zu ihrem Bischof zu weihen. Ich bitte, das Schreiben des Papstes vorzulesen. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecto Filio Josepho Chobopal, Eclero Timisoarensis Ecclesiae, Ipsique, Ucusque Curione in Urbe Resitza, Nec Non Arcidecano, Eius del Sedis Destinato Episcopo, Salutem et apostolica benedizione. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
ist für die betreffende Diözese ein bedeutendes Ereignis, denn sie bekommt einen neuen Oberhirten, der die Geschicke des Bistums in den nächsten Jahren und so Gott will für die nächsten Jahrzehnte entscheidend prägt und gestaltet. Der Bischof ist der erste und höchste Lehrer, Priester und Hirte seines Bistums. Er ist allein Christus und dem Nachfolger Petri, dem Heiligen Vater, Rechenschaft schuldig. Groß ist daher die Verantwortung und vielfältig sind die Aufgaben eines Bischofs. Allein kann er diesem Auftrag nicht gelingen. Liebe Brüder und Schwestern, als scheidender Bischof gilt mein herzlicher Dank ebenso an jenen, die in den vergangenen 19 Jahren als Mitarbeiter mir zur Seite gestanden waren, beginnend mit dem gegenwärtigen Bischof von Großbartheim bis zu den jetzigen Mitbrüdern im bischöflichen Ordinariat. Als Bischof aber weiß ich auch, dass die eigentliche pastorale Arbeit in den Pfarreien geschieht und geleistet wird. Deswegen mein herzlicher Dank an jenen, die in diesem Bistum als Priester gearbeitet haben und arbeiten, unseren Angestellten, unseren freiwilligen Mitarbeitern und allen, die die pastorale Arbeit in unserer Diözese mit ihrem Einsatz begleitet haben. Es beginnt nun die Bischofsweihe. Der neue ernannte Bischof bekennt sich zum festen Vorsatz, den Glauben getreu zu bewahren und sein Amt recht zu verwalten. Wer zum Bischof erwählte, wird sich vor dem Altar sputen. Damit drückt er seine volle Hingabe zum Dienst des Evangeliums aus. In der allerheiligen Litanei erbitten wir zusammen mit den Heiligen von Gott für den künftigen Dienst des Bischofs Hilfe und Kraft. Alle Bischöfe legen den künftigen Bischof schweigend die Hände auf. Danach halten zwei Priester das Evangelial geöffnet über den Erwählten, während die Bischöfe das Weihegebet singen. Thank you.
Deus Pater Domini Nostri Jesu Christi, Pater Misericordiarum et Deus Totius Consolationis, in excelsis habitas et humilia respices, recognoscis omnia ante quam nascantur, subit et isti in Ecclesia tua normas per verbum gratiae tuae. Vibre predestinasti ex principio genus justorum auf Abraham, vi constituisti principes et sacerdotes, et sanctuario tuo sine ministerio non teret inquisti, cui ab initio mundi placuit in his vos elegisti glorificavi. Durch die Weihe hat die Diözese Temeswar einen neuen Bischof. Das Haupt des Bischofs wird mit Chrisam gesalbt. Das Chrisamöl hat seinen Namen von Christus selbst. Christus heißt der Gesalbte. Der Neugeweihte nimmt danach das Evangeliar entgegen. Es zeigt, dass er für die Verkündigung des Wortes Gottes in seinem Bistum und in der Kirche zuständig und verantwortlicher ist. Der neuen Bischof werden die Bischöfin Insignien überreicht. Der Bischofsring, die Mitra und der Hirtenstab. Danach wird der neue Bischof von seinem Vorgänger, seiner Exzellenz Martin Rus, zu der Bischöfin-Kathedra geführt. Dumnezeu care te-a făcut părtaș de Maria preoție a lui Hristos, El să reverse asupra ta ungerea sa tainică și cu bogăția binecuvântării sale să te aronicie scuzirii ta. Primește Evanghelia și vestește cuvântul lui Dumnezeu cu toată răbdarea și cu autoritate. Primește inelul, simbolul al fidelității, păstrează Sfânta Biserică Mireasa lui Hristos în integritate credinței și sfințenia vieții. Die Mitra ist ein Zeichen deines Amtes. Der Glanz der Heiligkeit sei dein Schmuck. Und wenn dann der Hirte aller Hirten erscheint, wirst du den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Ich übergebe dir diesen Stab als Zeichen des Hirtenamtes. Trage Sorge für die ganze Herde Christi, denn der Heilige Geist hat dich zum Bischof bestellt, die Kirche Gottes zu leiten.
dass ich auch als Motto meines bischöflichen Dienstes erwähnt habe, steht mir lebendig vor Augen, bewahre sie in deinem Namen. Jesus betet zum Vater und denkt dabei nicht an sich selbst, er denkt an jene, die zu ihm gehören, bewahre sie. Und er will sie nicht allein bewahren, sondern er vertraut es dem Vater an. Und er bittet für die Seinen das, was er für das Wichtigste hält. Vater, bewahre sie in deinem Namen. Das heißt, in deinem Geist. Bewahre sie in deinem Geist, also in dreifaltigem Leben. Eine schöne Herausforderung für uns. Das Symbol der Dreifaltigkeit ist auch in meinem bischöflichen Wappen wiederzufinden. Die liebevolle Beziehung von Vater, Sohn und Heiliger Geist und die Einheit unter ihnen ist Abbild für die Einheit der Kirche, der Diözese, jeder einzelnen Gemeinde. Die Einheit in der Vielfalt. In unserer Diözese Temeswar wird diese Vielfältigkeit noch mehr unterstrichen. Den anderen, der eventuell eine andere Sprache spricht, eine andere Kultur oder eine andere Mentalität vertritt, hat der liebe Gott als Geschenk für mich geschaffen und mich für ihn. So nehmen wir einander an, begegnen einander respektvoll, können einander auch hochschätzen und wo es möglich ist, hilfreich zur Seite stehen. Denn nur miteinander sind wir fähig, am Werk des Herrn erfolgreich tätig zu sein. Et vos omnes finissimula destis, benedicat omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Alles zusammen, es ist wichtig, Synodos, zusammen zu gehen. Auch die Deutschen Kulturtage in Schäßburg standen in diesem Jahr im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums Rumäniens. Darüber haben wir in einer unserer vergangenen Sendungen bereits berichtet. Es war zugleich auch Anlass zum gemeinsamen Feiern mit guter Laune, Musik und Tanz, aber auch mit verschiedenen anderen Projekten, die für die Jugend gedacht waren. Heute zeigen wir Ihnen den zweiten Teil unserer Reportage in Schäßburg. Thank you.
Zilele culturii germane la Sighișoara, aici o paradă extraordinară și un program artistic cu tradiții, cu obiceiuri de sute de ani. Port popular din toată Transilvania la Zilele culturii germane. Sighișoara 2018. Facem cumva să fie bine. Am zis. Pentru emisiunea Limba Germană TVR 1. Am zis. Eröffnet wurden die Kulturtage vor dem Sitz des Forums. Zu den weiteren Programmpunkten gehörte am Eröffnungsabend der Auftritt von Selverfäden, die die Anwesenden mit ihrem Gesang und einer interessanten deutsch-sächsischen Lesung als Intermezzo begeisterte. Zum gemeinsamen Singen eingeladen. Mithilfe des Chors und zur großen Überraschung der Anwesenden klang der Versuch gar nicht so schlecht. Somit kam eine mehrstimmige Darbietung zustande. Thank you.
standen auf dem Programm im Sandersaal filmische Schülerbeiträge zu den Anfangstagen des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien im Dezember 1989 und Januar 1990. Ich denke, er wollte viele Städte verändern. Er gab uns nicht zu essen. Wir hatten keine Heizung. Wir hatten kein Wasser manchmal. Aber der Mensch ist ja so eingestellt, dass er sich dann doch gewöhnt. Und jetzt plötzlich war er nicht mehr und es gab eine Aussicht auf etwas anderes. Aber man konnte es nicht richtig begreifen. Betreut wurde das Projekt vom aus Schissburg stammenden Filmemacher Günter Czernetzki. Es entsteht im Moment ein Film über das Demokratische Forum in Siebenbürgen und seine Entstehungsgeschichte. Mhm. Und ich weiß nicht, inwieweit die Andrea sitzt in den Strukturen da mit drin in Hermannstadt. Wie das entstanden ist, ob das separat, gleichzeitig, parallel gelaufen ist, weiß ich nicht. Wie ist der Film entstanden? Also das ist mein erstes Projekt, das ich an einer Schule gemacht habe, beziehungsweise jetzt an diesem Haltrich-Gymnasium. Das sind 5 Filme entstanden, wohlgemerkt. Also jeder Schüler hatte die Auflage, einen eigenen Film zu erstellen. Das ist was grundsätzlich sehr Wichtiges. Man darf die Aufgaben nicht verteilen, sondern man muss sozusagen selber die Verantwortung tragen bis zum Ende. Das heißt, also, wir haben zusammen Dreharbeiten gemacht, jeder einzeln für sich, aber dann das Material zusammengelegt. Aber jeder musste nachher seinen eigenen Film daraus schneiden. Und das war für die Schüler eine große Herausforderung, weil sie das durchzustehen, nervlich, das wissen wir, die wir mit der Materie vertraut sind, ist nicht so einfach. Und Filme macht man mit den Nerven letztendlich, also auch mit der Ausdauer, die man dann einem Projekt widmet. Mir gefällt sehr viel, zum Beispiel Fotos machen und so. Ich persönlich habe zum Beispiel beim Filmen des Interviews und beim Schnitten des Filmes. Ja, nur einmal. Es hat mir sehr gut gefallen zu filmen. Ich hatte immer dieser Wunsch, etwas mit der Regie zu tun haben, und deswegen war das eine sehr große Chance für mich. Es hat mir sehr gut gefallen und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die deutschen Kulturtage klangen mit dem traditionellen Trachtenumzug auf dem Burgplatz aus und den Vorführungen der Tanzgruppen aus Hermannstadt, Mühlbach, Sächsisch Rhen und Schäßburg, begleitet von der Blaskapelle Schäßburg Brass. Andrea Rost, Verantwortlicher für Jugend und Kommunikation im Deutschen Forum, leitet die Schäßburger Tanzgruppe. Übernehmen die sächsische Tradition. Sicher, und es ist vor allem wichtig, dass sie viel Spaß daran haben. Und sie haben Spaß, das sieht man, glaube ich, ganz besonders hier, wo man gemeinsam tanzt. Mit allen Tanzgruppen, die da sind, werden wir zum Abschluss einen Abschlusstanz tanzen. Am Anfang haben wir gemeinsam eine Polonaise gemacht, und ich denke, dann sieht man im Ausdruck der Gesichter, dass wirklich viel Spaß dabei ist. Thank you.
bist in der Tanzgruppe des Josef Haldrich Lyzeums, der Bergschule. Ja. Wie lange machst du da schon mit? Also ich komme schon seit dem Herbst, seit September 2017 hier. Also etwa ein Jahr jetzt, ein Jahr und sogar länger. Nicht gerade, ein Schuljahr. Ja. Ein Schuljahr, ja. Und warum machst du da überhaupt mit? Ja, mir gefällt die deutsche Kultur sehr und ich finde die Tracht auch süß, wie sie bei den Mädchen manchmal aussieht. Und auch die Leute, die zur Gruppe kommen, sind nett und es macht Spaß, in so einer Gruppe zu sein und zu tanzen. Thank you.
Wir haben großes Glück heute am Sonntag, dass wir wunderschönes Wetter haben. Wir haben viele Leute, die viel Spaß haben und hier die Tänze und die Musik anschauen und anhören. Und ich denke, es ist eine gelungene Veranstaltung gewesen und ein schönes Ende hier mit viel Beteiligung auf dem Burgplatz. EU-Flagge ausgebreitet, als Zeichen der Identifizierung mit den Werten Europas. Freiheit, Demokratie, Menschenwürde, Gleichheit, europäische Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit. Die Aktion hatte die aus Schisburg stammende, in München lebende Ariane Ambrosius initiiert, die die Flagge mitgebracht hatte. Sie war für die Proteste im Februar 2017 in Rumänien gegen die umstrittene Eilverordnung 13 genäht worden, mit der der Angriff auf die Unabhängigkeit der rumänischen Justiz begonnen hatte. Danach reiste sie über diverse europäische Städte bis nach Brüssel. In diesen politisch bewegten Zeiten sei es nötig, dass auch die Siebenbürger Sachsen Stellung nehmen zur demokratischen Entwicklung Rumäniens, erklärte Ambrosius. Liebe Zuschauer, nun ist es an der Zeit, eine Pause einzulegen. In etwa 10 Minuten können Sie hier auf TV1 das Nachrichtenjournal sehen. Und gleich nachher sind wir wieder für Sie da mit diesen Themen. Deutsche Künstler in Rumänien. Die Schauspielerin Petra Binder. Und Gedenkstein in St. Martin. Das alles, wie gesagt, in etwa 15 Minuten. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder für Sie da.